Hallo Kackbratzen. Okay. Thanks for seeing me home. Really sorry about your ass. Viele empfanden Final Fantasy XIII nicht wirklich als Krone der Schöpfung. Aber falls ihr euch das Video hierzu auf dem jämmerlichen Kanal angeschaut habt, dann wisst ihr ja vielleicht, dass dieser Titel nicht unbedingt so schlecht war, wie alle behaupten. Trotz der negativen Kritik gab es jedenfalls Anfang 2012 mit Final Fantasy XIII 2 einen Nachfolger und die Hoffnungen waren groß. Es sollte die sogenannte Entschuldigung dafür sein, dass eben 13.1 nicht ganz so das Bombenrollenspiel war, das die Fans erwartet haben. Square hat versprochen, so viele Dinge in Ordnung zu bringen wie möglich. Aber nicht nur was die Story betrifft. Husk of the Wandering Comet, I summon thee! Man wollte auch hübschere Grafiken einbauen, die linearen Schlauchlevel ausmerzen, die Quests oder auch das Erkunden der Level wesentlich verbessern und mit viel mehr Kram aufbrezeln. Zu schön, um wahr zu sein? Als ich an einem kalten Wintertag das Pressemuster in meinem Briefkasten fand, waren meine Erwartungen eher gedämpft. Wir haben ja schon so viele Versprechungen gehört, die am Ende ein kompletter Griff ins Klo waren. Also machte ich mir eine Kanne Kaffee, schnappte mir ein paar Kekse und schob die schicksalsschwangere CD ins Laufwerk meiner PS3. Was sollte auch schon schiefgehen? Right. Das war zumindest der Gedanke, bevor man Final Fantasy XIII 2 tatsächlich spielt. Lightning. Die Geschichte von Final Fantasy XIII 2 beginnt etwa 3 Jahre nach dem Ende des Vorgängerspiels. Im Mittelpunkt steht Sera, die unglaubliche Schwierigkeiten hat, die Ereignisse nach dem Originalspiel auf die Kette zu bekommen. Und da ist sie nicht alleine. Ich meine, wer hat denn bitteschön wirklich die Story verstanden? Aber was macht 13.2? Bietet das Spiel etwa die lang ersehnte Auflösung? Natürlich nicht. Es ist in etwa so, als kämen die zwei Men in Black, die mit ihrem Blitzdings euer Gehirn rösten und dann behaupten, dass der erste Teil nur ein Fiebertraum und alles nur ein Konstrukt unserer Fantasie war. Sorry. Sera hatte jedenfalls eine sehr lebhafte Erinnerung, dass sie sich nach den Ereignissen von Teil 13 mit ihrer Schwester Lightning auf Kaffee und Kuchen getroffen hat. Alle anderen der Gruppe behaupten allerdings, dass Lightning angeblich ins Gras gebissen hat. Als ich anfing, selbst an meinen eigenen Erinnerungen zu zweifeln und schon darüber nachdachte, ob ich jetzt wirklich nochmals mir die Folter geben muss, den ersten Teil nochmal schnell durchzuzocken, tauchte ein Bursche namens Noel auf. Wait, you know Lightning? Mm-hmm. She's the one who told me to come here. Where did you see her? Dieser seltsame Typ behauptete, ein Zeitreisender zu sein und dass er angeblich von Lightning geschickt wurde, um die Dinge wieder ins Lot zu bringen. Ja, falls man keinen Plan hat, wie man eine wirre Story entwirren und besser erklären kann, schmeißt man einfach Zeitreisen in den Kochtopf, mixt die Grütze einmal gut durch und macht alles noch viel schlimmer. Wie sich jedenfalls herausstellt, wurde Lightning von einer mächtigen Göttin als Wächterin des ewigen Reiches Valhalla ausgewählt. Die Göttin wird von einem mysteriösen Zeitreisenden namens Kaius angegriffen, der überall in der Zeitlinie gefährliche Paradoxien und Störungen verursacht und das Universum verwüstet. Just like in my dream. Maybe you really did need her. Sera beschließt nun, Noel zu folgen und selbst durch die Zeit zu reisen, um dieses Wirrwarr zu lösen und am Ende ihre Schwester zu treffen. Das mag in aller Kürze zwar etwas verwirrend klingen und tatsächlich ist es das auch, aber mit der Zeit ergibt wirklich alles einen Sinn. Ehrlich, auch wenn ich viel Schrott erzähle, müsst ihr mir hier wirklich mal glauben. Wer trotzdem eine kleine Auffrischung benötigt, was die Vorgeschichte betrifft, findet im Spiel eine praktische Zusammenfassung. As the dust settles, Sera is freed from her crystal stasis and greeted by Lightning's smiling face. Or so it was meant to be. Bevor ich mich jetzt in Widersprüche verstricke, Final Fantasy XIII 2 ähnelt in vielerlei Hinsicht dem ersten Teil, aber es gibt in etwa gleich viele Unterschiede wie Gemeinsamkeiten. Schauen wir uns aber erstmal an, was die beiden Spiele gemeinsam haben. Beide kommen in einer formschönen Plastikhülle, in deren Inneren sich eine runde Scheibe befindet. Soweit so gut. Wenn wir das Spiel starten, werden wir feststellen, dass das Kampf- und Paradigmensystem weitgehend gleich ist. Wer also den ersten Teil gespielt hat, wird auch im zweiten Teil sofort durchstarten können. Der einzige Unterschied besteht darin, dass eure Basisgruppe jetzt nur noch aus 2 Hauptcharakteren besteht, also Noel und Sera. Der 3. Platz wird nun von Monster besetzt, die im Laufe des Spiels eingesackt werden können. Meist geschieht dies, nachdem man sie in einem regulären Kampf besiegt. Monster können zudem unterschiedliche Klassen zugewiesen werden. Wenn man also ein Monster eine Rolle aufgedrückt hat, kann man somit effektiv ein 3-Personen-Paradigma erstellen. Also fast genauso wie im ersten Teil. Da die Monsterrollen nicht geändert werden können, habt ihr also auch die Möglichkeit, 3 verschiedene Monster in euren Paradigmenpaket zu stopfen und jederzeit auszutauschen. Ja.
Die meisten Monster können auch bis zu einem gewissen Punkt aufgelevelt werden, was zu einer weiteren Gemeinsamkeit führt. Das Crystarium-System, wenn auch in einer leicht verfeinerten Form. Bitte lasst mich jetzt nicht nochmal erklären, wie dieses System funktioniert. Ich pflanze euch hier einfach einen Link rein, der euch zum Video des ersten Teils führt, in dem das Kampfparadigmen sowie Crystarium-System erklärt wird. Wer spielt auch schon zuerst 13.2 und dann den ersten Teil? Gut, wo waren wir? Ach ja, Dinge, die 13.2 anders macht als der erste Teil. Im Original hat man sich noch über die elendig langen Schlauchlevel beschwert. Das hat man nun im zweiten Teil komplett überarbeitet. Also, gewissermaßen, die Karten sind jetzt wirklich offener und für ein Multiplattform-Spiel sehen die auch relativ gut aus. Hätte man das Spiel auch wirklich nur exklusiv für die PS3 veröffentlicht und es nicht so verdammt schwierig gemacht, Spiele für diese Konsole zu programmieren, dann hätten wir auf dem System die wohl allerschönsten Spiele aller Zeiten gehabt. Aber da man eben auch Spiele programmieren musste, die auch auf der Kartoffel, die sich Xbox 360 nennt, laufen mussten, waren die Spiele auf der PS3 ebenfalls so schön wie Kartoffelbrei. Aber das ist jetzt eine andere Geschichte. Wie gesagt, gibt es jetzt in 13.2 richtige Karten und es soll sogar Leute geben, die von einer offenen Spielwelt sprechen. Aber mal ernsthaft, wer das behauptet, hat definitiv zu viel Lack gesoffen. Anstatt nun ein Level in Form eines Stangenbrots zu haben, hat Square den Teig in die Hand genommen und daraus eine Semmel geformt. Und mir ist es jetzt auch total stulle, ob das jetzt bei euch Brötchen oder Schrippe heißt. Diese Semmel sollte dem Spieler mehr Komplexität vorgaukeln, da man scheinbar mehr Platz hat. Aber auf der anderen Seite sind die Level trotzdem sehr klein und man stößt ziemlich schnell an ihre Grenzen, womit man sich abermals ziemlich eingeengt fühlt. Zudem wiederholen sich die Semmeln sehr oft. Um dem Ganzen etwas mehr Würze zu verleihen, gibt es die Möglichkeit, irgendwelche Zeitfenster zu schließen und Level nochmal komplett von vorne zu beginnen, weil man vielleicht eine Mission nicht mit kompletter Perfektion beendet hat. Zumindest hat man diesen ganzen Zeitparadoxon-Kram mehr Raum verschaffen. Im Wesentlichen können Spieler verschiedene Orte und Zeiten über einen zentralen Knotenpunkt namens Historia Crux erkunden. Also im Grunde eine Art kosmische Time-Warp-Zone. It's just a jump to the left. Wenn Spieler also neue Gebiete erkunden oder bestimmte Ziele erreichen, werden mehr Orte und Optionen zugänglich. Die Haupthandlung des Spiels führt euch also vielleicht in bestimmte Gebiete, aber möglicherweise sind einige Orte gesperrt, bis man eben gewisse Kontrollpunkte in der Handlung erreicht hat, von denen man nun überall und in verschiedene Zeitphasen reisen darf. Where did that shadow go? Könnt ihr euch noch erinnern, wie schön das Kampfsystem in Final Fantasy 13 war? Ja, auch Square wusste das und hat für den Nachfolger alles vermasselt. Anstatt eben nun eine klar definierte Gruppe mit anpassbaren Paradigmen zu haben, gibt es wie gesagt nur Sera, Noelle und irgendein Monster, das wir erstmal in einer Art Pokémon für Arme eintüten müssen. Es gibt da verschiedene Gründe, warum dieses System kompletter Müll ist. Der Hauptgrund ist aber, dass die Fähigkeiten unserer beiden Helden ziemlich eingeschränkt sind, da sie eben nicht mehr alle Talente erlernen können. Wer aber viel Geduld hat, kann aber vielleicht ein Pokémon finden, das noch Platz für ein bestimmtes Paradigma hat. Oder vielleicht auch nicht. Wie gesagt, hat man auch das Crystarium-System verändert. Anstatt getrennte Upgrade-Pfade für die verschiedenen Rollen zu haben, was in gewisser Weise schön verständlich war, hat man nun alles auf einen einzigen Bildschirm gepackt. Man klickt sich nun durch ein Gewirr aus kleinen und großen Knoten und verbessert seine gewünschte Rolle basierend auf irgendwelche Knoten und erhält zudem irgendeinen Bonus auf vermutlich andere Knotenpunkte. Aber so wirklich habe ich das System nie wirklich verstanden. Falls es hier jemanden gibt, der das auf ganz einfache Weise erklären kann, sodass es auch noch ein Sack dummer Fuchs versteht, wäre das eine extrem coole Sache. Auf der anderen Seite wurde das Kampfsystem komplett überarbeitet. Ihr habt die anspruchsvollen Kämpfe im ersten Teil geliebt? Ihr habt zuerst jeden Feind mit Libra auf Schwachstellen überprüft, um dann eine optionale Strategie zu entwickeln? Welche Debuff oder Stegger setzt man ein? Scheiß drauf! Ihr könnt den meisten Teil des zweiten Teils mit Kommando und Ravagers auf Speed auch noch jeden verfickten Gegner von der Bühne blasen. Hier noch einen Heilzauber reingeworfen und dann sollte eigentlich nichts mehr schiefgehen. Wer die automatischen Angriffe im ersten Teil gehasst hat, wird somit den zweiten Teil so sehr lieben wie Brechdurchfall. Und dann erreicht man quasi das Ende des Spiels und plötzlich entscheidet Final Fantasy 13.2, die Regeln komplett zu ändern. Vermutlich hat irgendein Programmierer beim Testen vergessen, vom Hardcore-Modus wieder in den normalen Modus zu wechseln, hat Feierabend gemacht und danach hat sich keine Sau mehr darum gekümmert. Festzuhalten ist, dass am Ende die wahre Hölle ausbricht und ich mir zu 100% sicher bin, dass sich ca. 99% von euch dazu entschieden haben, die CD von Final Fantasy 13.2 in 1000 Teile zu zerbrechen. Eine weitere interessante Ergänzung zu diesem Spiel sind cineastische Endgefechte. Genauer gesagt sind das Bosskämpfe, die mit einem Button-Mesher-Ding enden. Und das ist total super, denn stellt euch nur mal vor, dass ihr circa eine halbe Stunde lang mit einem Boss gekämpft habt und dann müsst ihr am Ende eines Kampfes so schnell und genau wie möglich einen beschissenen Quicktime-Event absolvieren.
Aber halt, es wird noch besser. Wie in jedem Rollenspiel gibt es auch in Final Fantasy XIII-2 zufällig Begegnungen mit unzähligen Gegnern. Vermutlich, weil sich die Entwickler denken, dass uns diese Scheiße gefällt. Das Problem ist nur, dass man eine Gegend einfach nicht in Ruhe erkunden kann, ohne dass man jede Sekunde mit einem verfickten Kampf unterbrochen wird. Es soll angeblich möglich sein, diese zufälligen Begegnungen mit einer speziellen Fähigkeit einzudämmen. Dazu muss man allerdings erstmal einige mühsame Nebenquests erledigen, auf die ich persönlich keinen Bock hatte, weil ich mich hauptsächlich auf die Hauptgeschichte konzentrieren wollte. Aber war genau das nicht der Grund, warum viele das Ur-Final Fantasy XIII so scheiße fanden? Man beschwerte sich, dass es außer den langweiligen Schlauchlevel nichts Lohnenswertes gab, was man erkunden sollte. Und wieder mal erkannte man bei Square das Problem. It doesn't matter whether you win or lose. The only thing that matters is whether I win or lose in this game called life. Und wie haben sie das Problem gelöst? Mit zusätzlichen herunterladbaren Inhalten. Final Fantasy XIII-2 ist offiziell das erste Spiel der Serie mit DLC. Ein großer Teil der Inhalte für dieses Spiel besteht allerdings aus wertlosen Kostümen. Aber natürlich ist das nicht alles. Es gibt mühsame Suchquests, Missionen, in denen man wie ein Idiot ein Mogri durch die Gegend wirft, um Sammelobjekte aufzugabeln. Grenzdebile Rätsel, in denen man farbige Kristalle ordnet und anderen Scheiß, bei dem man sich echt fragt, was zur Hölle man sich dabei gedacht hat. Man hätte die Zeit, mit der man diesen unnötigen Scheiß entwickelt hat, besser in das Hauptspiel investiert. Man schafft die Illusion von reichhaltigen und abwechslungsreichen Inhalten, aber am Ende? Ja, kosmetische Gegenstände sind super und man kann damit seine extrem dummen Monster aufbrezeln. Aber dann macht es irgendwann Klick und stellt fest, dass ein beschissen dummer Gegenstand absolut keinen Vorteil im Kampf hat und man einfach nur mit bedeutungslosen Dingen seine Zeit verschwendet. Am interessantesten ist wohl der Colosseum DLC, der etwas Licht auf das Schicksal der beliebten Figur Snow wirft, oder auch die Heads or Tails Episode, in der Seth im Mittelpunkt steht und sein Unwesen in einer Art kosmischen Casino treibt. Als Belohnung darf man diesen Charakter dann seinen Paradigmenoptionen hinzufügen. Der wohl umstrittenste DLC ist aber vermutlich Requiem of the Goddess. Bei diesem Inhalt handelt es sich im Wesentlichen um eine Mini-Episode, die nach dem Hauptspiel von 13.2 angesiedelt ist. Durch diesen DLC können sich Spieler das wirklich letzte Kapitel der Geschichte zu Gemüte führen. Das fanden natürlich viele Fans nicht besonders lustig. Warum soll man auch einen wesentlichen Teil der Story hinter eine Paywall stecken, wenn man ohnehin schon für das Hauptspiel gezahlt hat? Mog, tell us what you know. Koopa! I know all about Kaia's Kubo. The Farseer Guardians were given a mission. They had to protect the Seeress. They were Lassie, Kubo. Was die Handlung angeht, ist Final Fantasy XIII-2 nicht wirklich das Gelbe vom Ei. Im ersten Teil konnte man der Story noch irgendwie halbwegs folgen, aber mit diesem komplett unsinnigen Zeitreisekram verliert man mit der Zeit nicht nur den Faden, sondern irgendwie auch das Interesse. Serra ist immer noch die langweilige Heldin mit süßen Rehaugen. Erstaunlicherweise macht Noelle eine ziemlich gute Figur und man kann beinahe schon von einem liebenswerten Charakter sprechen. Unter dem Strich sind die Charaktere und die Handlung in 13.2 immer noch ziemlich mittelmäßig. Zum Glück gibt es einige Nebendarsteller, wie etwa Kaius, die etwas Farbe ins Spiel bringen. Das war nur eine Lüge. Jetzt, dass die Timeline fixiert ist, ist sie wieder in ihrer eigenen Welt. Selbst Final Fantasy XIII-2 scheint auch irgendwie komplett den Faden verloren zu haben. Es mangelt irgendwie an Substanz und die verwirrende Suche nach Lightning hätte definitiv mehr Fülle verdient. Es gibt zwar ein rührseliges Finale, aber das wirkt eben auch mehr wie ein Aufsatz und nicht mehr wie aus einem Guss, wie man es eben aus anderen Final Fantasy-Spielen gewohnt ist. Nicht die Zeit ist das größte Paradigma in Final Fantasy XIII-2, sondern die leichte Scheißigkeit. Die Story hat es eigentlich verdient, dass man das Ende des Spiels erreicht, aber dann legt einem das Gameplay 12.000 Hürden zwischen die Beine und es vergeht einem komplett die Lust. Square Enix hat versucht, alles in Ordnung zu bringen, was man im ersten Teil vielleicht vermasselt hat, und am Ende haben sie in der Fortsetzung nur noch alles schlimmer gemacht. So gesehen ist Final Fantasy XIII-1 wirklich ein Meisterwerk, was den angeblich besseren zweiten Teil zu einem sehr geschmacklosen Stück Software mutieren lässt. Final Fantasy XIII-2 scheint nicht zu wissen, was es will. Es steckt voller langweiliger Nebenaktivitäten, hat eine komplett wirre Handlung, die wie ein Fiebertraum wirkt, sowie ein komplett kaputtes Kampfsystem mit einem Hauch von Pokémon. Ich kann mir vorstellen, dass der ein oder andere von euch das anders sieht, aber ich spiele wirklich lieber 100-mal den ersten Teil, als dass ich mich nochmals durch den zweiten Teil quäle. Und am Horizont sehen wir dann schon Final Fantasy XIII-3 Lightning Returns und es kommt die unglaublich beißende Frage auf, ob der dritte Teil endlich alle Probleme der Fortsetzungen lösen wird. Ob das wirklich so ist? Ihr müsst unbedingt gucken, wie es weitergeht.
Und das soll's für heute gewesen sein. Ich würde mich freuen, wenn ihr auch das nächste Mal wieder einschaltet. Wenn ihr wollt, hinterlasst einen Kommentar oder abonniert diesen jämmerlichen Kanal. Tritra Trolala.